Eisbärenstarke Grüße und herzlich willkommen zurück zu die Reise ins All. Jawohl. Zuallererst, ich musste jetzt nachspielen, weil ich habe eigentlich zwei Parts jetzt weiter aufgenommen. Jedoch habe ich vergessen, die richtige Szene auszuwählen, was bedeutet, dass ihr meinen ganzen Desktop gesehen hättet müssen. Und das wollt ihr ja nicht, das will ich nicht. Und deswegen habe ich nochmal bis zu dieser Stelle nachgespielt, weil ich so klug war und überschrieben habe. Und ja, jetzt die nächsten 20 bis 30 Minuten sollte ich schon kennen. Leider, ich mache einfach die Sachen, die ich schon, dann da schon gemacht habe und dann, ja und so. Aber für euch ist das ja hier noch komplett neu und alles und ja, jetzt gehen wir erstmal berichten, weil wir waren ja bei Professor Heisen und so. Das ist ja bei mir noch ganz frisch im Gedächtnis, bei euch ja hoffentlich auch noch, denn so lang ist das ja noch gar nicht her, hoffe ich. Hast du Professor Heisen gesagt? Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich gehe zu Schleicher. Habe ich ihm von... Ich habe gerade noch was im Hals gehabt, deswegen... Habe ich ihm von der Schlacht bei Hoppenhofen erzählt, Schleicher? Ich glaube, Sie sind schon wieder darauf... Sie sind wiederholt darauf eingegangen, Herr General. Hat man damals das Kommando über 5000 Pinguine, kräftige Kerle, sag ich ihm. Und immer adrett. Ha, wenn das nicht unser guter Mackwitz ist. Ja, komm mal her, Mackwitz. Da war eine Fliege gerade. Wollte doch gerade etwas sagen. Teufel auch, wo kommt der Mackwitz denn her? Lass er sich nichts anmerken, Schleicher. Aber guck er mal unauffällig zum Mackwitz rüber. Ziemlich groß für einen Pinguin, hm? Hat gar keinen Schnabel. Ich werde Mackwitz darauf hinweisen, dass er alles, dass er das in Ordnung bringt, Herr General. Prächtig. Und nun lass er, mein Büro. Verlass er nun mein Büro, wünsche allein zu sein. Zu meiner Entschuldigung, das Fenster ist klein, ich nehme meinen Fenstermodus auf. Da kann man echt scheiße lesen. Danke, Schleicher, das habe ich gebraucht. Ich bringe Herrn General jetzt in die Haie, wenn Herr General es gestattet. Will aber doch gar nicht ins Bett, Mami. Und jetzt schön schlafi machen, Herr General. herrlich. Rühren, Leutnant. Dann erstatten Sie mal Bericht. Was gibt's Neues von Heisen? Ich hab gerade was einen Schluck getrunken, sorry. Nach einigen Umständlichkeiten Mackwitz, der Schwierigkeiten hat, technische Phänomene zu beschreiben und ebenso beharrlichen wie geduldigen Nachfragen von Schleichers. Vor allem Heisens neue Kanone. Explosionsdingsbums. Brav, Leutnant. Das Explosionsgerät klingt ja immer interessanter. Und Heisen ärgert sich also immer mit der Universitätsleitung. Was dieser Mann braucht, sind wohlwollende Förderer. Sie bleiben da am Ball, Leutnant. Aber dass mir nichts davon nach außen dringt. Sehen Sie zu, dass diese Journalisten aus dem Weg gehen. Richtig deutsch gerade von mir. Man soll die Öffentlichkeit doch nicht mit unseren ernsthaften Angelegenheiten beschweren. Was gibt's denn, Soldat? Meldet gehorsamst, dass wir am Tor einem Passanten ein heikles Schriftstück abgenommen haben. Zeigen. Nette Karikatur. Umtrieb des Militärs. Sonderausgabe des vorzeichlichen Anzeigers. Bericht über Umtrieb des Militärs. Hat unsere Korrespondent erfahren, dass schon wiederholt seines Militärs der geachteten Professor Heisen dazu gedrängt wurde, seine Erfindung zu kriegstauglichen Zwecken umzuwidmen. Mackwitz, was haben Sie da angestellt? Sie sollten vorsichtig reparieren. Kann mich echt klären, wie derartiger Unfug in die Zeitung gelang. Kann es mir doch erklären. Habt da ganz bestimmte Personen im Visier. Renitentes Kaliber. Aha. Sie bringen das sofort in Ordnung, Mackwitz. Zack, zack. Ab. Raus hier. Eieieiei. Und ich glaube, ich bin noch in Steam Online, was gerade relativ... einen Augenblick bitte, bevor mich noch jemand anschreibt, machen wir das mal so. Nichts ist passiert. So, gehen wir dann mal... Oh Gott, wo kann denn nur die Entscheidung sein? Ich weiß es nicht. Na gut, ich habe es beim letzten Mal auch gefunden, ohne groß zu überlegen. Aber vorher machen wir noch was anderes. Und zwar sprechen wir den Herrn hier noch an. Hallo? Den Herrn. Rennt er trotzdem noch unten. Was treibt ihr hier für wunderliche Posen?
Ah, der Herr Leutnant ist an moderner Technik interessiert. Herr Leutnant marschieren ja an der Spitze der Entwicklung. Mein Kompliment. Ja, 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 ja. Hat er aber gut bemerkt, Kerl. Wollen Herr Leutnant den neuartigen fotomechanischen Apparat in Aktion erleben? Ich könnte ein Bild des Herrn Leutnant verfertigen. In Minutenbruchstein verewige ich Herr Leutnant auf einer dieser Platten für gerade mal 5 Taler. Ah, jetzt habe ich was vergessen, was ich noch machen wollte. Verdammt, wenn wir den Versuch wagen. Das Geld haben wir ja noch. Wenn ich dann Herr Leutnant bitten darf, in Puritur zu gehen, am besten dort. Puritur, egal. Einen klitzekleinen Schritt zurück, Herr Leutnant. Sehr schön, jetzt noch etwas nach links. Hervorragend, nur noch eine Idee nach vorne. Vor. Rechts. Zurück. Ist der Exzessiermeister oder Porträtmacher, Kerl? Der Leutnant steht. Herr Leutnant steht perfekt. Das wird ein Foto. Herr Leutnant wird staunen. Achtung! Aber was machen Sie denn da? So posiert man doch nicht für ein Foto. Stehen Sie einfach in Ihrer natürlichen Haltung. Nein, nein, nein. Lächeln Sie, Herr lieber Leutnant. Zeigen Sie der Welt Ihre freundliche Seite. Immer lächeln. Naja, eine Zeitungsberühmtheit wird er nie. So, und jetzt schön stillhalten. Die Belichtung läuft. Und läuft. Und läuft. Und läuft. Ich spüre meine rechte Wange nicht mehr. Stillhalten und lächeln, Herr Leutnant. Gleich ist es soweit. Achtung! Wunderbar. Einen Moment, ich werde die Platte sogleich entwickeln. Wo ist denn mein Natriumthiosulfat? Fertig! Das Porträt der Zukunft, bitte sehr! Wunderschön. Unverschämtheit, hat er heimlich einen Affen gepinselt oder was? Meine Güte, die Ohren können sie ja abschneiden. Dann sehen sie ja schon fast aus wie ein... Mund halten! Verbitte mir diese optische Verglimpfung des stolzen Offizierskorps und werde mir seine Visage zu merken wissen. Du erhältst eine Fotografie. Genau. So, dann mache ich das mal, was ich auch beim letzten Mal gesagt habe. FZ, da steht bestimmt für fortschrittliche Anzeiger. Keine Ahnung, wie ich darauf kam, aber ich hatte trotzdem recht. Ja, es war leicht, ich will nicht sagen peinlich, aber ja, ne? FZ, fortschrittliche Anzeiger, warum denn nicht? Sonderausgabe, Bericht über Umtrieb des Militärs. Ha, habt den Feind auswendig gemacht, Attacke! Halt, was tun Sie denn da? Dulde keine Widerrede, habe hier mit scharfer Klinge zensiert. Ha, ein wenig spät würde ich sagen, die Nachricht ist bereits in der Stadt umgegangen. Ah, Sie haben keine Chance gegen uns. Glaube, das muss die Maschine sein, die diese grässlichen Pamphlete vervielfältigt. So, Herr Hörn, habe bei der Tür FZ gelesen, Zeitung heißt aber fortschrittlich Anzeiger. Ach das, tja, der Schildermeister hat nicht acht gegeben. Inzwischen haben wir uns aber daran gewöhnt. Zuweilen machen wir uns den Spaß und lösen die Abkürzung in immer neuen Wendungen auf. Zurzeit kursiert fortgesetzter Zufall. Oh, ein Humorfeind. Hast du in Ordnung? Werde ganz kürre dabei. Hat er mit den Lügenmärchen zu tun? Hat er mit den Lügenmärchen zu tun, die hier über die Armee gedruckt werden? Ich mache einfach meine Arbeit. Hab keine Zeit, alles zu lesen, was hier über die Druckerpresse läuft. Für lange Erklärung über. Bevor Sie sich beschweren wollen, bedenken Sie eines. Ich schreibe die Artikel nur, aber übernehme keinerlei Verantwortung. Ja, das macht Sinn. Dafür darf unser Verleger regelmäßig seinen Kopf hinhalten. Klingt seltsam vertraut in meinen Ohren. Ach ja. Nee, ich will da nicht. Oh, ich wollte nur noch mit dem Ding sprechen. Naja, lassen wir das. Sie wissen, dass wir ein hohes Risiko auf uns nehmen, Ihren Artikel zu veröffentlichen. Meine Recherchen sind zweifelsfrei, Herr Verleger. Der alte Heisen ist ins Visier des Militärs geraten. Nun, liebes Fräulein Elena, ich zweifle auch gar nicht an Ihre Fähigkeit als Journalistin, aber diese Affäre ist sehr, politisch. Ja, das trifft es. Und unser lieber kleiner Anzeiger legt sich nun mit dem Militär an. Ausgerechnet, ich hoffe, die Zeit ist reif für solcherlei Konflikte. Denken Sie daran, was dem aufgeklärten Stadtboten widerfuhr. Scheußlich. Aber wir dürfen die Wahrheit doch nicht verschweigen. Nein, nein, liebes Kind, das dürfen wir in der Tat nicht. Und des einen seien Sie sich versichert. Ich stehe hinten... Mann! Ich stehe hinter Ihnen. Auf meine alten Tage lege ich mich doch tatsächlich mit den Säbelnrasslern an. Tja, vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Ich habe sie immer gefördert, Fräulein Eleonore. Sie sind das größte Talent unseres Verlages. Sie machen mich ganz verlegen. Ich sage, wie es ist. Und nun beweisen Sie Ihren Wert und gehen Sie wieder an die Arbeit. Hallo. Ich hätte schon fast mit Ihnen gerechnet, Herr von Magwitz. Gestatten, von Magwitz. Ja, Fräulein Fabrizien, elende Schmierereien, gnädigste können von Glück sagen, Dame zu sein. Was soll das denn heißen? Was hätten Sie mit einem Mann an meiner Stelle gesagt? Hä? Duell mit Säbel oder Pistole. Also, wie Sie schon gesagt haben, Leutnant, ich bin nun mal eine Dame. Bedauerlich. Oh Mann, dieser Magwitz. Ah, schön. Gestatten von Magwitz. Sie stehen Josef Friedrich Kattlitzer gegenüber. Ich leite den Anzeiger. Alles gelogen, ordne Rücknahme an. Sie sehen mich verwundert, Leutnant. Ich heiße tatsächlich Kattlitzer und das ist mein Verlag. Mache mich nicht kirre. Meine natürlich den skandalösen Artikel. Ah, Sie spielen auf die durch und durch wahrheitsgemäße Berichterstattung über Ihre wiederholten Versuche gegenüber dem geschätzten Professor Heisen, Selbingen zur Teilnahme am Bau zerstörerischer Waffen, die ohne das Wissen der Öffentlichkeit entwickelt werden sollten, zu bewegen an... Langer Satz. Hä? Satz war unständig lang. Habe den Mittelteil glatt verpasst. Dann will ich es kürzer formulieren. Von dem beanstandenen Artikel nehmen wir nicht ein Wort zurück. Skandal, was erdreistet er sich? Habe es im Guten versucht, aber er will es ja nicht anders. Säbel oder Pistole? Weder noch. Womit will er denn fechten? Kann noch schwere Artillerie anbieten. Meine Waffe ist die Feder, nicht das Schwert, Leutnant. Auf diesem Feld können Sie meinetwegen die Auseinandersetzung suchen, aber unser Artikel bleibt, wie er ist. Fehlen einem ja die Worte. Schlägt einfach ein Duell aus. Wo kommen wir denn dahin? Wir scheinen offenbar alles beredet zu haben. Melden Sie nur alles. Das ist es doch, worauf Ihresgleichen am besten versteht. Aber das können Sie Ihren Vorgesetzten ausrichten. Wir halten Stand. Die Öffentlichkeit wird auch von diesem Gespräch erfahren, Leutnant. Guten Tag. Müssen wir da nicht gefragt werden, bevor das... Ach, lassen wir das. Dann gehen wir zurück. Gehen wir zurück. Aber vorher mache ich noch ein paar kleine Sachen hier in der Stadt. Ach ja, genau, da war ja was. Ups! Was für eine blöde Idee. Jetzt haben wir schon die halbe Stadt nach dem Keller abgesucht. Du glaubst kaum, dass er ausgerechnet hier aufkreuzt. Ha! Du wirst es nicht glauben. Da kommt er anmarschiert. Auf ihn! Das ist leicht verdientes Geld. Okay, speichern wir. Genau, hier suchen uns zwei Ganoven heim, was auch immer die von uns wollen. Blindes Gesindel, schmeckt kühlen Stahl. Genau, wir müssen uns allerdings heilen. Genau das ist gerade ein Problem. Das habe ich auch vergessen. Dinge. Genau. Machen wir mal Wundsalbe auf uns. Die greifen zum Glück zuerst an. Das heißt, die Wundsalbe ist richtig investiert. Ein Leutnant kennt kein Schmerz. 45 HP ist gut und würde ich sagen, Faustlock auf den einen Ganoven. Na, 10 HP. Nein, 8 HP. Okay, Fähigkeit, Faustlock, Ganove. Ich glaube fast, die Alunken gehören der hartdeckigen Sorte an. Wieso greifen die denn jetzt als erstes an? Bam! So, der bricht zusammen. Wir haben allerdings relativ wenig Leben jetzt. Hey Leute, das kann kein Schmerz. Shit. Wir haben auch nichts mehr zum Heilen. Das heißt, wir müssen jetzt treffen. Oh, wir greifen als erstes an. Ja. Sieg! 52 Erfahrungspunkte, 100 Taler, Wundsalbe erhalten. Nice. Ding! Das war easy peasy. So, dann machen wir das erste, was ich gemacht habe. Gibst du dir was um Tausch herum? Das hat mich besonders gefreut. So dieses Bonus-Level. Finde ich relativ super. Bonus-Cut für überraschend fleißige Entdecker. Jo, da sammeln wir jetzt erstmal ein bisschen ein. Denn wir kriegen ein, ich sag jetzt mal, ein paar Taler. Ne, hier lang. Also wirklich nur so ein paar, ne? Ah, scheiße, jetzt muss ich wieder hier rum und da rum und hier, da, so, zack. So, dann gehen wir hier raus. Und wie ihr seht, wir haben jetzt Stapel 244 Taler. Ja, relativ wenig. Grünzeug, hab keinen Sinn dafür, wächst nicht mehr auf Befehl. Ach ja, unser Magwitz. So, da kommen wir nicht rein, da auch nicht. Also, würde ich mal sagen, dann,
Dann beende ich hier diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da und schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir mit dem Herrn von Magwitch dann wieder durch die Gegend streifen und uns um die Zeitung aufregen. Ja, wir ärgern uns um die Zeitung herum. Einen schönen Tag noch und in diesem Sinne, wieder schauen, reingehen und bis dann. Tschüss!